Hi, in diesem Video erkläre ich dir, was man an einem Sitz alles einstellen kann und wie man die ideale Sitzposition findet. Also, hier unten rechts, das hier sieht fast aus wie ein Schleudersitzgriff, ja, diesen Hebel ziehe ich, halte mich am besten am Lenkrad fest, damit ich nicht direkt einen Abflug mache und dann stelle ich mir den Sitz so ein, wie wir auch schon vorher im Video gesehen haben, dass ich die Kupplung durchdrücken kann und dabei mein Fuß immer noch so einen ganz leichten Winkel hat. So ist immer noch ein bisschen weit weg. So ist schon ein bisschen besser. Ja, also immer darauf achten, wenn man den Sitz einstellt, dass man hier die Kupplung so ganz leicht, also wenn man sie durchdrückt, dass man den Knick hier im Fuß hat. Dann kann ich das hier rechts auch nochmal ganz kurz testen mit den anderen Pedalen. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Sitzposition. Wenn ich ein bisschen kleiner oder größer bin, habe ich hiermit die Möglichkeit, den Sitz rauf oder runter zu pumpen. Ich drücke mal drauf hier, dann sieht man das. So geht der Sitz nach unten. Ja. Wenn ich in den absoluten Ghetto-Modus sein will, kann ich das gerne machen. Ich kann mal die Tür zumachen, damit man mal auch sieht, wie geil das aussieht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also pumpe ich den Sitz jetzt wieder hoch. 10 Minuten später. So, guck mal rum hier. Hier kann man das sehen. An dem Hebel ziehe ich halt den Sitz wieder nach oben. Ja, und man sollte halt eine vernünftige Sicht um alles drumherum haben. Nochmal die Kupplung testen, denn dadurch, dass man den Sitz höher pumpt, pumpt er sich auch so ein bisschen nach vorne. Jetzt gehe ich nochmal ein kleines Stück zurück. So ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich hiermit die Möglichkeit, ich gehe nochmal ein bisschen nach vorne, damit man die beiden Räder sieht, die Lehne zu verstellen. Also hiermit stelle ich den Winkel ein. Ja? Hier kann man sehen, Spezial-Performance hier. Ja? Das ist was für die Rennstrecke. Und wenn ich den Sitz halt wieder zurückkurbel, ja, wenn ich am Wochenende nach Holland fahre, kann ich hier drin übernachten, dann kann ich das Ding ganz da hinten kurbeln. Aber das hat dann nicht mehr viel mit, ja, kriegen wir alle hin. Wunderbar. Ich kurbel hier wieder ein bisschen zurück. Dann haben wir da oben noch so einen Hebel. Ich weiß nicht, kann man den schon gut sehen? Wenn ihr mal längere Reisen macht mit dem Auto oder sowas, hat man hier die Möglichkeit, ich krabbel mal so ein bisschen rum, kann man das sehen. Das ist hier so Lendenschutzstützfunktion. Ja, also in dem Moment, wo ich das Ding hier nach vorne drücke, kommt hier das Polster raus. Sieht man das gut? So. Ja, das ist halt dafür gedacht, damit, wenn ich die ganze Zeit wie so ein Affe hier drin sitze, so, dann tut mir irgendwann der Rücken weh. Wenn ich schon weiß, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden Auto, dann muss ich den Sitz wirklich vernünftig einstellen und zack, hier das Ding nach vorne kurbeln und dann habe ich eine gerade Sitzposition und dann passt das. Als kleiner Test noch, ideal ist das, wenn man das schafft, die Handballen hier oben drauf zu legen. Dann kann man im Ernstfall vernünftig reagieren. Ja, wenn dir mal ein Reifen platzt oder ein Kind auf die Straße läuft oder was weiß ich. Viele stellen den Sitz so ein, dass man so sitzt. Ist auch, sieht gut aus, aber ist halt schwierig mit den Handballen. Und wenn mal einer dahergerannt kommt, was willst du da machen? Oder wenn dir ein Reifen platzt und du fährst gerade so Auto, dann brauchst du viel Glück. Ja? Also darauf achten, dass die ganze Karre so eingestellt ist hier. Hände hier oben drauf. Und dann hat man eine gute Chance, da kann man vernünftig lenken und alles überblicken und gut eingreifen. Alles klar.